Moin zusammen. Da ist sie, die neue Windsteueranlage. Gestern montiert, hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Man muss nur der Fördmannschen Bedienungsanleitung folgen und dann geht das ganz gut. Im Wesentlichen braucht man die Zeit, um diesen Flansch, wo das Ding dranhängt, zu positionieren. Und dann bohrt man da 4 Löcher rein. Alles andere ist mehr oder minder voreingestellt. Gut, das erste Loch ist drin. 9. Das wird jetzt auf 10,5 aufgebohrt. Dann wird es festgeschraubt und dann wird das Ding ausgerichtet und dann die anderen gebohrt. Löcher in Schiffe bohren. Ja, dann kommt noch ein bisschen Feinjustage. Wir kennen das ja schon von unserem letzten Boot, da hatten wir die gleiche. Dann haben wir es auch schon getestet. So, wie lange hat es gedauert? 2 Stunden die Windsteueranlage anzubauen. Und schon fahren wir damit. Hoch am Wind und halber Wind, bei wenig Wind. Das funktioniert ganz gut. Allerdings ist der Wind quasi nach wenigen Minuten eingeschlafen, so dass wir heute noch mal ran müssen oder ran müssen, ran wollen. Und dazu nehmen wir euch nachher mit. Wir haben so Nordostwind, 5 bis 6 ist angesagt, werden sicherlich auch ein bisschen Welle haben da draußen. Also da kann sie dann auf allen Kursen mal zeigen, was sie kann und wo eventuell noch nachjustiert werden muss. Das sind die Verhältnisse. Wir fahren 6,3 Knoten relativ hoch am Wind und haben so 1 Meter Welle vielleicht ungefähr, aber ziemlich ruppig. Wasser kommt über das Schiff geflogen und in dieser Situation werden wir jetzt mal ausprobieren, ob die Windsteueranlage das macht. Ich zeig nochmal, wie es außen aussieht. So 6 Windstärken ungefähr, fahren hoch am Wind, erstes Reff und die Windsteueranlage macht das ganz gut. Auch während des Reffens brauchten wir da nicht eingreifen. Ja, Vor- und Nachteil, Windsteuer versus Pinnenpilot in meinem Fall. Unser Schiff hat ja eine Pinne. Also der Pinnenpilot ist einsetzbar für Motorfahrten und für glattes Wasser, aber für bewegtes Wasser, hohe Wellen, viel Wind, da steigt der Pinnenpilot aus. Das kann er nicht, dafür ist er viel zu langsam. Außerdem ist er sehr geräuschintensiv leider und verbraucht einen Haufen Strom, wenn er sich anstrengen muss. Bei der Windsteueranlage ist es komplett anders, die arbeitet komplett mechanisch. Wartungsfrei, geräuschfrei und verbraucht keinen Strom, also ideal. Und generiert eine wirklich große Kraft, ist sehr schnell. Also so, als würde man das Schiff von Hand steuern. Manchmal denke ich sogar noch ein bisschen besser. Und es gibt natürlich auch Nachteile. Die Windsteueranlage hält den Kurs zum Wind. Wenn ich mein Boot, also die Segel sind oben, das Boot ist getrimmt, ich fahre in eine bestimmte Richtung, sagen wir mal genau in Richtung Norden, dann
hält die Windsteueranlage den Kurs zum Wind. Dreht der Wind jetzt auf 30 Grad, dann drehe ich mit meinem Boot natürlich auch weiter. Die Segel stehen nach wie vor ideal, alles ist super, aber ich fahre nicht mehr nach Norden. Das heißt also, wenn ich das Ding verlasse, ins Bett gehe bei einer Atlantikfahrt und ein paar Stunden später wieder aufstehe, der Wind gedreht hat, fahre ich schlicht und ergreifend in eine andere Richtung und habe es nicht gemerkt, weil die Segel nicht kilten und weil alles genauso gut getrimmt ist wie vorher. Aber mein Gott, Vor- und Nachteile. Damit kann ich gut leben. Und jetzt erzähle ich euch gerade nochmal, wie dieses Ding überhaupt funktioniert und wie man es bedient. So, die Windfahne ist montiert. Und für die, die sowas noch nicht gesehen haben, werde ich in ein paar Worten nochmal erklären, wie das Ding funktioniert, was das Prinzip so einer Windsteueranlage ist. Ja, die Anlage besteht aus verschiedenen Komponenten der eigentlichen Windfahne. Dieses weiße große Sperrholzteil und dann dem Ruder im Wasser, was jetzt hochgeholt ist, das lasse ich gleich runter, was die eigentliche Kraft generiert. Wie das auch runterlassen geht, zeige ich jetzt mal. So, los geht's. Das ist nur hier hochgebunden mit diesem roten Benzel. Das macht man einfach ab. Und jetzt kann man das nach Backbord ins Wasser lassen. Würden wir jetzt segeln und nicht in der Box liegen, dann würde man mit dieser roten Endlosleine hier das Ruder so einstellen, dass der Wind es genau von vorne anströmt. Wir haben jetzt hier relativ schwachen Wind. Das ist perfekt ausgependelt. Also wenn der Wind das von der Seite beaufschlagt, braucht es nur sehr wenig Kraft, um das pendeln zu lassen. Die Reihenfolge ist die: Man segelt, man trimmt das Schiff die Segelstellung auf entsprechenden Kurs, den man fährt. Dann wird das ins Wasser gelassen und die Windfahne wird so eingestellt, dass der Wind genau von vorne da drauf zeigt, also dass sie quasi sehr aerodynamisch günstig ist. Wenn das Schiff dann dreht, wird diese Fahne von der Seite beaufschlagt, also wenn es aus dem Kurs läuft zum Beispiel, und es macht solche Bewegung und dafür braucht es nicht viel Wind. Und was diese Bewegung wiederum generiert, das zeige ich jetzt. Wenn der Wind genau von vorne kommt und die Windfahne senkrecht steht, dann steht auch das Ruder, was jetzt unten ins Wasser reicht, sage ich mal, hydrodynamisch günstig, sodass es möglichst wenig Widerstand macht. Wenn die Windfahne jetzt ausgelenkt wird, dann passiert unten Folgendes. Jetzt lenke ich oben das Ruder aus und simuliere quasi den Wind. Dann passiert unten das. Ruder analog zur anderen Seite das. Und dieser Anstellwinkel bewirkt, dass das Ruder zur Seite weg will. Das wird dann ungefähr so aussehen. Und das wiederum ist eine relativ starke Kraft, die generiert wird. Und über diesen Hebelarm und über diese Leinen wird diese Kraft auf die Pinne umgelenkt. Das zeige ich jetzt gleich. Nochmal, an diesem Hebelarm sind die Leinen. Die laufen hier rum über einen Block auf die Pinne. Hier gibt es so eine kleine Halterung und ein Stück Kette, dass man das da versetzen kann und einen gewissen Feintrim durchführen kann. Auf der anderen Seite das gleiche und es läuft darüber. Was jetzt passiert, wenn die Reihenfolge ist so, also erst wird das von vorne angeströmt, dann ist alles in Ordnung, dann läuft das Boot aus dem Kurs raus, den ich gerne hätte. Die Windfahne oben wird ausgelenkt, damit wird das Ruder, was im Wasser ist, ausgelenkt.
oder angestellt, es hat einen Anstellwinkel. Und dieser Anstellwinkel bewirkt, dass es zur Seite weg will, da die ganze Angelegenheit drehbar gelagert ist. Passiert eben dies. Und was das für die Pinne bedeutet, zeige ich jetzt. Also hinten wird es ausgelenkt und jetzt wird die Kraft umgelenkt und die Pinne wird ausgelenkt. Und die wird genau in diese Richtung ausgelenkt, dass sie diese ganze Angelegenheit wieder in ein Gleichgewicht bringt. Also das Schiff so lange zurücksteuert, bis die Windfahne wieder von vorne angeströmt wird und das Schiff wieder mit dem gleichen Winkel zum Wind fährt, wie es ursprünglich eingestellt war. Das ist das Prinzip. Und es wird tatsächlich weltweit, gerade bei den Fahrtenseglern und den Weltumseglern und den Langfahrern, fast überall eingesetzt. Also alle wollen dieses komfortable, geräuscharme und kraftvolle, schnelle System. Den einen oder anderen mag vielleicht die eigentliche Anlage, die da hinten dran hängt, stören, weil es so ein bisschen nach hinten rausragt. Also ich habe damit kein Problem. Im Gegenteil, ich finde dieses technische Ding eigentlich ganz schön. Ja, funktionierte auf Anhieb. Keine Ahnung, muss jetzt so ein bisschen die nächsten Tage und Wochen ein bisschen damit rumprobieren. Aber es hat sowohl bei Leichtwind als auch bei Starkwind funktioniert. Also möglicherweise noch ein bisschen Feintuning, aber im Grunde genommen anschrauben und loslegen. Tolle Sache. Danke an Herrn Fördmann, dass er sowas Geniales entwickelt hat. Also es sei nicht verschwiegen, es gibt da noch Systeme von Aries und von, was weiß ich, also bestimmt 5, 6, 7 Systeme, Hydrowellen, die funktionieren bestimmt alle ganz okay, aber ich komme nun mal aus Hamburg und da sitzt der Hersteller von der Windpilotanlage, also warum nicht das nehmen? Und 10 Jahre lang sind wir mit unserem anderen Schiff schon erfolgreich mit diesem Ding gefahren über den Atlantik, da hat das immer gut gesteuert und konnten uns darauf verlassen, also haben wir das bei diesem Schiff wieder so gemacht.